Jo, willkommen zum nächsten Gefecht. Allerdings diesmal, wie ihr seht, kein Allianz-Mod, sondern der Republikator-Mod. Oder die Expansion oder was auch immer. Ja, die Klonkriege halt. Ich dachte mir nach den zwei Parts, die ich vorhin aufgenommen habe, der Galaxierung, dachte ich mir, jo, mach's mal als Abwechslung mein andere Zeitalter. Und ja, das machen wir jetzt mal Republikator. Also ich kenne den Mod nicht ganz so gut. Ich werde wahrscheinlich erstmal auf leicht spielen. Ich habe mal die Galaxie-Modus gespielt. Und der war schon heftig, sogar auf leicht. Also die Gegner sind echt nicht, oder, ne? Also hatte ich schon so Schlachten gehabt. Ja, hat schon so eine 40-Minuten-Schlacht gehabt. Also das die hier im Hintergrund gegen einen Wilz. Ja. Also wirklich, ich glaube 8, also ich glaube 12 Venator-Kreuzer und was weiß ich alles und boah, ne, also das war schon heftig. Ach, besonders das in dem Mod, oh. Also ich sehe gerade im Hintergrund, die KOS hat die Republik vernichtet. Zumindest gibt es keine Republik mehr. Ja, also Star Wars 3, ne, über Coruscant, Republik hat gewonnen, wie ihr seht. Nicht die Republik. Die KOS hat gewonnen, nicht die Republik, ne? Krass. Das habe ich ja noch nie gesehen. Normalerweise spawnen die im Hintergrund dann neu. Egal. Noch gesammelt. Ja. Yep. Wie ihr seht, gibt es keine Kampagne hier. Und ich dachte, wir spielen den Weltraummodus. Und zwar, ja, mein Lieblingsmap halt Chola. Und ja. Machen wir mal. Also ich mag die Map, weil die so groß ist. Und wie ihr seht, nur Separatisten und die Republik gibt es hier. Und ja, um erstmal reinzukommen, dachte ich mir, machst du mal erstmal so. Und ja, Separatisten waren sogar, glaube ich, blau. Ja, wie ihr im Hintergrund seht. Die Republik war rot. Gut. Ne, so viel Geld will ich gar nicht. Wir nehmen 6000 Standard und, ja, Standard, ne? Wir Helden zulassen. Ja, lass mal die Helden zu. Und ja, Gegner vernichten wir immer, damit wir auch wirklich den letzten Vulkan natürlich. Ach so, und übrigens, falls ihr Allianz-Mod schon gesehen habt, da entscheidet ihr sich meistens über Schlachtschiffe. Hier sind sozusagen die Jäger und Bomber die Herrscher. Also wer die Übermacht an Bomber und Jäger hat, hat so gut wie gewonnen. Und ja, wollen wir direkt loslegen. Chola. Die sieht auch alles ganz, sieht jetzt ganz anders aus. Ist moderner. Und ja. Ja. Und wir rüsten mal unsere Raumstation auf. Ah, genau, jetzt ist das ja über links, auf rechts, nicht mehr auf links. Und ja. Also wir haben hier die ganz normalen Vulture-Druiden, kennt man ja. Und ja. Hier gibt es keine Golan-Station, also ist wirklich nur normale Abwehr. Ich meine, sie auch normalen Force of Corruption kennt und ich möchte jetzt eigentlich mal gerne hier. Jo, also es wird wahrscheinlich nicht so ein krasses Gefecht geben wie bei den Allianz-Mod, weil wie ihr seht, beim Allianz-Mod werden jetzt schon die ersten Schlachtschiffe da. Aber nö, also der Mod ist ein bisschen ruhiger. Das ist übrigens die Raumstation der Druiden. Sieht ein bisschen, sieht anders aus, also die Republik hat auch eine andere Raumstation und die Druiden, wie ihr gerade hier sind, Separatisten eigentlich. Separatisten, KUS, Druiden oder was auch immer, was das alles für Namen gibt, wie man die alle nennt. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Und jo. Passen wir das auf, weil wir brauchen unbedingt Geld. Oh, da sehen wir schon direkt republikanische Jäger, oder? Sag mal. Darf ich mal bitte gucken? Ne, das sind Bastruiden, die habe ich gerade abgeworfen. Nö, anscheinend nicht. Können wir hier mal gucken? Ja, hier. V19. Yep. Hier ist es nicht unbedingt durch. Das meiste kennen wir ja schon aus der Allianz-Mod. Und ja, ich hoffe, unsere Druiden schaffen das. Ja, yep, wunderbar. Den Bastruiden. Und jo, das ist nämlich die Raumstation der, ja, der Republik. Und ja, das ist eigentlich, ja, mich interessiert das nicht unbedingt. Mich interessiert eher das hier, also das weitere Update. Es gibt noch eins. Ich brauche unbedingt Geld.
Gucken wir mal, was es hier eigentlich gibt. Ah, da ist kein Abwehrturm hier gebaut. Ist das ein Trottel? Na. Wir sollten uns eigentlich mal ein paar Jäger kaufen. Ich kaufe mal noch einen Voltschak-Geschwader. Also ich verschwende jetzt nicht mein Geld und schicke die Geschwader alle in den Tod. Oder Zerstörung, eher sind ja keine Lebewesen. Sondern geh ein bisschen sparend mit denen um. Nichts Besonderes. Aufrüstung abgeschlossen. Ja, also hier würde ich glaube ich erstmal noch nichts kaufen. Ich kann die nächste Stufe machen. Werde ich jetzt mindestens kaufen, damit er weiter Jäger produzieren kann. Ja. So, hier möchte ich gerne einen Laserabwehrsatelliten setzen. Schicke ich da nach oben. Und ja, wir können eigentlich mal was forschen, ne? Ja, erhöhte Feuerkraft, also ja, mehr Schaden. Wäre ganz nützlich. Ich habe keine Stoppuhr gestellt, ich Arschloch. Ich brauche keine Stoppuhr. Ich brauche Stoppuhr. Ich werde das Gefecht hier an einem Stück zu Ende. Und wir gucken jetzt mal zu, dass wir die Mitte erobern. Also hier ist die Mitte nicht ganz so wichtig. Oh, da haben wir übrigens ein Patrouillenboot. Der Patrouillenfregatte. Ich dachte zwar, der hat einen speziellen Namen, aber ne. Wow, da haben wir Korean. Leichte Angriffskreuzer und Bomber. Also müssen wir echt mal runter. Ich kann nichts bauen, weil ich gerade die nächste Tech-Stufe erforsche. Und jo, unser Geschwader wurde direkt abgeschossen. Ja. Könnt ihr euch mit dem anlegen? Ja, super. Ist aber ganz schön schnell für so eine scheiß Korvette. Kriegt ihr den? Macht den schon Schaden, merke ich. Könnt noch mal einen Bastruinen-Geschwader absetzen. Ja. Sieht mal zu, dass ihr den zerstört. Ich möchte jetzt gerne eigentlich die dickeren Schiffe setzen. Kaufen, eher gesagt. Das kommen wir auch die ersten größeren Schiffe. Und zwar da. Die gute eigentlich. Eigentlich ist jetzt die, ja, die Bankenclan-Fregatte. Ja, die werden wir mal kaufen. Ja. Oh, die haben sich auch aufgerüstet. Tja, was haben wir eigentlich hier noch? Hier haben wir Assa Adventures. Eigentlich mir scheißegal, was haben wir hier. Oh, na gut, kann man das kaufen. So, da haben wir jetzt erstmal die Fregatte. Die können wir erstmal direkt in die Mitte schicken, damit er erstmal diese nervigen Korvetten zerstören kann. Ja, ihr seht, alles mögliche an Bord. Aber nur ein Scheißschildgenerator. Nicht so toll. Oh, er erforscht die nächste Raumstation. Dann werde ich wahrscheinlich uns erstmal neue Schiffe produzieren. Ja, mit denen solltest du leicht fertig werden. Fuck. Na egal, es ist schlimm. Wir bekommen gleich welche aus dem Hangar. Ja. Können wir mal die Fregatte hier weghauen. Willst du nicht sterben? Stört mich nicht, sonst zerstören wir den Laserabwehrsatelliten. Jo, was haben wir denn eigentlich noch hier? Wollte ich eigentlich mal ein paar neue Jäger. Alter! So, haben wir die erstmal jetzt hier weg. So, drei Stück sollten damit klarkommen. So, erstmal neue Holzstadtruinen rufen. Da haben wir eine Centurus-Fregatte, kenne ich jetzt gar nicht, vom Namen her auch nicht. Ah, die haben den Schildgenerator, was schießt denn da so weit? Das Drecksding. Gut. Ich habe auch neue,
hier. Oh, die sind geil. Haben wir genug Geld, wenn ich den verkaufe? Nein. Den möchte ich unbedingt kaufen, also das Ruhm-Kontrollschiff. Wie immer, Stärke massig an Jägern und Bomber. Und ja, wenn wir die haben, können wir schon mal gut vorrücken. Der in die Mitte, das ist nicht so toll. Ja. Und die möchte ich gerne haben, nicht das. Das möchte ich haben. Jo. Ich will uns erstmal einen guten Vorteil schicken. Ah, der hat keinen Schildgenerator mehr, das ist scheiße. So, was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Wir haben noch ein paar Voltschadruinen, die können wir eigentlich auch direkt mal rufen. Können wir nicht gut gebrauchen. So. Erweiterte Schild, warum bewegen die sich denn schneller? Stehe ich den Sinn nicht? Na egal. Alter! Wo sind unsere ganzen Voltschadruinen hin? Einfach verschwunden oder was? Guck mal grad. Einfach verschwunden, wollte ich sagen. Krass, ey. Was hat das zerstört? Bewege dich mal hier hinten lang, ist sicherer. Nicht, dass da gleich ein Akklamatikkreuzer oder so sitzt. Tja. Oh, das ist gut. Er hat einen Druidentransporter, der bringt gut Jäger und Bomber. Ah ja, genau, du warst bestimmt. Das war's für dich. Ich guck nochmal hier unten aus Sicherheitsgründen. Anscheinend beherrschen wir gerade die Mitte sozusagen. Jo, was könnten wir noch kaufen? Ich könnte eigentlich gleich mal die nächste Raumstationsstufe aufrüsten. Ja, los, mache ich mal. So, unser Druidenkontrollschiff ist da. Und ja, das rufen wir direkt. Wir haben was. Zack. Auch deutlich anders bewaffnet als irgendwie in Allianz-Vermut. Ja, mit Verteidigungsgeschützen, vielfach Polizei. Und natürlich das geilste, sehr viel an Jägern und Bomber. Und wir haben einen Sensor-Ping. Ja, wenn nichts. Gut, sammeln uns mal hier oben. Vielleicht können wir den Gegner sogar jetzt direkt überrennen. Weil ihr seht, da kommen. Ich warte erstmal, bis da ordentlich die Bomber und Jäger rauskommen. Und ja, sieht ganz gut aus. Venator-Kreuzer kriegt der Typ relativ spät. Wir sparen das Geld. Wir bauen es erstmal hier in der Mitte. Boah, ist ja doof. Mitten durch Asteroidenfeld zu fliegen. Und macht den anscheinend nichts aus. Ah, wie richtig schön viele Jäger und Bomber wir bekommen. Also wir bekommen richtig schön viel Bomber. Wenn wir mit denen schon mal den... Also das Beste wäre, wenn wir mit denen jetzt direkt den Schildgenerator down kriegen. Der Raumstation wäre sehr gut. So, ich, wie gesagt, ich spalte erstmal das Geld. Aber gleich kommen die auch interessanten Schiffe, nämlich die Provinzzerstörer. Da haben wir ein gefährliches Schiff. Aber das war es jetzt, glaube ich, auch. Die beide, es hat keine Chance gegen die. Das hat übrigens einen Sturmangriff, das ist sehr geil. Wo ist die dritte Fregatte? Da. Ein bisschen blind, tut mir leid. So, yo. Spätestens besparen erstmal das Geld. Dich lassen wir in Reserve. Was? Schon Stufe 5? Wie schnell? Okay, das ist gefährlich. Schafft ihr es, den Schildgenerator zu zerstören? Das wär sehr gut. Und ihr könnt euch mal schneller bewegen. Ich versuche mal was mit dem Bastwin und den Schild ein bisschen zu down zu kriegen.
jetzt noch nichts. Lenkt mal die Raumstation ab, sodass die Jäger rankommen können. So, durch die erhöhte Bewegung trifft die Raumstation die schwerer. Und ja, dabei kommen wir gleich schon wieder neue Jäger, die können wir gleich direkt mal mitschicken. So. Ah, es verschanzt er sich. Oh, ich hoffe, der zerstört echt nicht die Bomber jetzt. Ah, der Bomber steht schon unter Beschuss. Komm, zerstört den Schildgenerator. So, unbedingt die Jäger zerstören. Ah, da sehe ich schon die Kugeln. Die Photon-Torpedos. Komm, 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 komm. Oh, oh, oh. Ah, fuck, fast. Also möglichst schnell gewinnen, weil die kommen bald mit ihren dicken Kreuzern an. So. Noch eins kaufen? Ich kaufe mal noch eins. Und ja, wunderbar, wir haben den Schildgenerator down. Das heißt, wir können wunderbar jetzt die Raumstation beschädigen. Das wäre einfach. Ich hätte das ein bisschen schwerer. Ich hätte das schwerer in Erinnerung. Aber gut. Ich guck mal, wie lange die Raumstadt gedauert hat. Falls sie relativ kurz war, dann zeige ich euch nochmal den Bodenmodus. Ah, genau, das Schiff gab es ja auch. Die Malevoids, wenn ihr die kennt. Oh, hier können wir sogar mehr Basiseinkommen. Ist gut. Das brauche ich. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich. Der schwere Kreuzer mit den Ionengeschützen an den Seiten. Auch ziemlich stark hier. Den werde ich wahrscheinlich nicht zeigen können, aber vielleicht in der Galaxierung werde ich ihn zeigen können. Ich habe den schon mal gespielt. Ich habe eine Galaxierung fast fertig hier. Ja, unser Select Ultra. Also in der Übersichtskarte gefechten. Ne? Selbst wenn die dicksten Schlachtschiffe gegeneinander betteln, das ist doch flüssig. Nichts. Sieht mal zu, dass ihre Raumstation ordentlich beschädigt. Ja, wir haben noch im Moment den Jägervorteil. Das bräuchten wir eigentlich mal. Und ja, wir können das eigentlich mal die hier ranrufen. Da wir jetzt ja direkt vor dem Feind stehen. Also ich habe echt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber gut, soll mich nicht stören. Wenn, wie gesagt, wenn das kurz war, werde ich wahrscheinlich gleich mal den Bodenmodus zeigen. Den Sturm halte ich erstmal in Reserve. Du kannst zwar hier what the fuck, du kannst mal hier dies das Asteroidenfeld zerstören, damit die kein Geld mehr bekommen, aber zumindest noch ganz wenig. Der macht die Geschütze kaputt. Wie schnell, also hier gibt die, sind die Photon-Truppe, das ist echt überpowered, finde ich zumindest ein bisschen, ganz bisschen. Ja, wir müssen mal hier. So, kannst du mal Sturm machen. Ja, machst du mal zu, dass du es kaputt machst. So, wunderbar. Gut, das kannst du mal zerstören. Ich hoffe, der kommt nicht gleich mit dem Venator-Kreuzer an. Aber es sieht gut aus. Okay, es ist auch leicht, also. Na. Sag, was ihr wollt, aber ich wollte ja eigentlich nur Mod testen. Das habe ich nur einmal, ein paar Mal gespielt. Zumindest nur die Galaxierung. Okay, das Ding kriegt schon ordentlich Schaden. Und es hat, und es ist direkt kaputt. Oh, krass, also nicht schlecht. Und ja, kann ich euch gleich mal noch einen von denen zeigen. Alter, wie krass die Raumstationen hier sind. Ja, aber es läuft ganz gut. Wenn man so, dass du den Jäger hier abfängst. Oh, da haben wir noch ein Schiff. Das wird aber schon unter Beschuss genommen. Sieh mal zu, dass du es zerstörst, damit es nicht weiter Schaden anrichtet. Und ja, rüsten wir das noch auf, weil wir gerade so viel Geld haben. Und ja, bei weitem nicht so viel Schiffsausrüstung. Ein Venator-Kreuzer, der ist gefährlich. Wenn ich den Schildgenerator zu fassen kriege. Obwohl der Schildgenerator ist eigentlich nicht so den Hangar.
Das ist der Benato-Kreuzer. Kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem Allianz-Mod. Fuck, der kriegt Schaden. Ah, ja, oh, ich bin so blöd. Da haben wir noch so viel Gegner und Bomber. Können wir direkt hier alle hinschubsen, dass sie den Schiff zerstören. Ah, die haben den Hangar schon getroffen. Ah, den müssen sie zerstören, damit der aufhört, Giga zu produzieren. Aber wir können jetzt mal direkt unser Schlachtschiff hinschicken. Ja, ein richtig geiles Schiff, finde ich. Oh, pff, scheiße. Kommt direkt noch ein frisches. Ja, das kann so ein scheiß Laserschiff machen, aber wir können erhöhte Feuerkraft machen. Und ja, jetzt können wir den erstmal ordentlich hier in die Fresse schlagen. Die Raumstation haben wir weiter auseinandergenommen. Das ist nicht unser. Ihr gehört uns. Sollte man nach unten kommen. Und hier sind jede Menge Geschwader. Müssen wir mal auseinandernehmen. So, der ist so gut wie zerstört. Das kriegt ordentlich Feuer von unserem Venator-Kreuz, von unserem Provinzkreuzer. Nenne ich das mal. Ja, ist klar. Alter, die Menschen schreien ja ganz schön. Ah, wir haben auch übrigens die hier jetzt. Die kennt man ja, das sind die Spezialabfangjäger. Jo, deshalb haben sie wohl so lange auch gepennt. Aber wir haben genug Geld, wir können uns weiter Schlachtschiffe kaufen. Ja. Venator-Kreuzer, deutlich stärker als in dem fucking roten Schiff. Aber wir, oh, wir haben die Raumstation fertig. Das heißt, wir müssen nur noch den Rest hier vernichten. Ja. Bei weitem nicht so schwach wie in der neuen Zeit. Aber das ist ja eh gesagt die Zukunft. Und da gibt es ja auch schon die größeren Schlachtschiffe. So. Ich hoffe, das Ding überlebt das echt. Das kriegt ordentlich Schaden. Das ist ja nur verlieren, das Kontrollschiff. Was ist denn das, diese scheiß Bomber hier? Komm mal her, jetzt habe ich die Schnauze voll, sieht man zu, dass ihr die Kappe, die Kacke hier kaputt macht. So, wir haben jetzt noch einen Kreuzer. Oh, er hat sich auch ein Kontrollschiff gekauft, okay. Ob wir das noch verlieren? Oder ob wir das retten können? Wenn die Jäger hier mal runterkommen könnten und irgendwas... Oh, eine Sirene haben wir gehört. Die wird aber auch nicht mehr retten. Na, wir verlieren das Schiff. Ist nicht so schlimm. Du bist nicht unser. Hä? Du bist nur unser. Egal. Du kannst mal dein... alle Batterien feuern machen. Ja, wir haben es jetzt verloren. Egal. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das hat aber auch massiv Schaden bekommen. Egal, dafür haben die ihre Renato-Kreuzer verloren. Boah, das Ding hat aber echt krass viele Geschütze hier. Also, das ist wirklich, das ist auch ein krasses Schiff, also... Jo. Ah, da unten seht ihr übrigens den Mandator-Kreuzer. Das ist das Superschiff der Republik, also wir haben das hier als Superschiff. Und nicht das hier. Und ja, wir haben gesiegt, ja. Natürlich in der neuen Zeit Dreckskack, das Schiff, aber hier ist es relativ stark. Boah, 21 Minuten. Okay, Alter, so lange? Krass. Na gut, egal. Gucken wir uns noch die Verluste an, ich muss mal kurz kratzen. So. Ja gut, wir haben Waldschatruinen verloren, ja, ein Lucrenholl-Kampfschiff, okay. Ich heiße halt Ruinen-Kontrollschiff-Kampfschiff. Ist auch einmal eigentlich kein Kampfschiff, aber egal. Ja, was haben wir hier alles? Echte Fregatten, die sind scheiße. Jo. Und jetzt verwendet der Sternzerstörer. Und jo. Ja. Also das war der Gefechtsmodus. Ich wollte den Mod einfach mal zeigen. Falls ihr euch gefällt, könnt ihr ihn ja mal nochmal spielen und welchen vielleicht mal eine Bodenschlacht zeigen. Da haben sie echt die Republik verloren. Finde ich echt lustig. Ich weiß jetzt nicht warum. Anscheinend sie KOS doch relativ heftig. Aber gut. Dann bedanke ich mich jetzt hier fürs Zusehen. Ich werde mal wahrscheinlich jetzt da alle Videos hochladen. Damit ihr fleißig was zum Gucken habt. Und ja. Schreibt, wenn ich vielleicht nochmal spielen sollte, diesen Mod.
Ich wollte ihn jetzt nur mal zeigen. Es gibt die, es gibt auch bei dem neuen Allianz-Mod, den habe ich auch, den modernen, also den anderen Version sozusagen. Da gibt es auch die KOS in die Republik. Den könnte ich wahrscheinlich auch mal zeigen. Nur das Problem ist im Gefecht, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen die Republik oder die KOS spiele, der Gegner macht nichts. Sag ich jetzt mal so. Und das Spiel ist mir einmal abgestürzt. Und wenn ich jetzt gegen das Imperium oder so kämpfe, die haben natürlich einen enormen Zeitvorsprung. Und ja, die zerficken uns. Aber gut, egal. Ich bedanke mich hier fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Sachen. Und ja, dann sage ich, verabschiede ich mich mal. Tschüss.